Müssen Frauen Mütter sein und müssen Frauen schön sein? Darum geht es jetzt. Und es geht um traditionelle Gesellschafts- und Familienmuster. Hier bei den Literaturtagen, die von der Litprom ausgerichtet werden, dieses Jahr komplett digital. Mein Name ist Katharina Borchert und ich habe in der kommenden Stunde zwei tolle Autorinnen zu Gast, die über genau das geschrieben haben, über Frauen, die mit der, ich sag's mal technisch, Reproduktion hadern und also mit ihrer Rolle als Frau, zu der doch auch eine gewisse biologische Bestimmung gehört, könnte man meinen. Stimmt das oder stimmt das vielleicht nicht? Zuerst spreche ich mit Mieko Kawakami, die jetzt aus Tokio zugeschaltet ist und die hier im Bild bereits zu sehen ist. Wir sprechen über ihren Roman Brüste und Eier und anschließend spreche ich mit der Kolumbianerin Pilar Quintana über ihren Roman Hündin. Ich zeige die beiden Romane einmal. Um die beiden Romane wird es in der kommenden Stunde gehen. Zwei sehr unterschiedliche Romane, aber mit einer großen thematischen Schnittmenge. Wir haben uns entschieden, das Gespräch zu splitten. Zum einen wegen der drei sehr weit auseinanderliegenden Zeitzonen, in denen wir uns bewegen, nämlich in Ostasien, Lateinamerika und in Europa. Zum anderen aber auch wegen der recht komplizierten Dolmetsch-Situation über Zoom. Wir sprechen ja Deutsch, Spanisch und Japanisch auf verschiedenen Kanälen. Und da ist es einfacher, zuerst Deutsch-Japanisch zu sprechen und später dann Deutsch-Spanisch. Ich begrüße also Mieko Kawakami sehr, sehr herzlich. Frau Kawakami, es ist mir eine große, große Freude, dass Sie heute dabei sind. Herzlich willkommen. Und Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank. auch ein herzliches Willkommen an Stefanie Akiko Mahaschke, die gerade aus Japan zurückgekommen ist und die uns dolmetschen wird. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Frau Haschke. Frau Kawakami, mit dem Roman Brüste und Eier schafften Sie letztes Jahr Ihren internationalen Durchbruch. Die New York Times und auch das Times Magazine haben den Roman auf die Liste der bemerkenswertesten Bücher 2020 gesetzt, also The Most Notable Books haben Sie geschrieben. Der Roman wurde in viele Sprachen übersetzt, auch ins Deutsche von Katja Busson. Hat der Erfolg Sie denn überrascht? Oder hatten Sie schon auch ein bisschen darauf gewartet? Ja, wie soll ich das sagen? Also, man weiß ja immer nicht genau als Autorin, wie die Romane oder wie der Roman aufgenommen wird. Und da ist man auch immer so ein bisschen nervös vorher. Aber ich würde eher sagen, ich war nicht so überrascht, aber ich bin sehr beruhigt, dass der Roman so gut aufgenommen wurde. Ja, ist eine große Freude doch, oder? Hat der Erfolg Ihres Romans denn, Ja, genau. hat der Erfolg Ihres Romans denn auch einen starken Einfluss gehabt auf Ihr Alltagsleben und auch auf Ihr Arbeiten? Hat sich da viel verändert? Ja, also bisher war es so, dass das also ist etwas sehr typisch Japanisches. Also bisher haben das natürlich nur japanische Leser meine Werke gelesen, aber dieses Mal habe ich sehr viele internationale Leser gewonnen und auch viele zwischenmenschliche Beziehungen, die wirklich erweitert wurden. Wenn man also einen Roman schreibt und dieser Roman dann auch veröffentlicht wird und dieser Weg dorthin und auch die Unterschiede zwischen den Lesern, das war etwas ganz Neues, was ich erlebt habe. Sie sagen, internationale Reaktionen und unterschiedliche Leserinnen und Leser. Haben denn die ausländischen Leserinnen und Leser anders reagiert als die japanischen? Hannover.
Ja, also zunächst einmal das Image der Japaner, was sie von Japan haben, oder auch die Informationen, die sind natürlich sehr unterschiedlich. Die Leser im Ausland haben einen anderen Standpunkt, deswegen sind die Reaktionen schon sehr unterschiedlich. Ja, ja. Was ist Ihnen dabei denn besonders aufgefallen? Was haben die ausländischen Leserinnen und Leser gesagt? Waren sie über irgendetwas überrascht? Zum Beispiel auch, das ist ja auch das Thema dieses Festivals, wie die Frauen, die Lebensweise der Frauen oder auch Reproduktion, Fortpflanzung. Das ist, man sieht also wirklich auch, dass das von Land zu Land unterschiedlich ist, wie das aufgenommen wird. Warum wird das in Japan so thematisiert? Das hat ein Berliner Journalist mich gefragt. Und da war ich auch sehr überrascht, muss ich sagen, dass eine Frau ein selbstverständliches Recht darauf hat, alleine Mutter zu werden. Da ist die Sichtweise auch von Land zu Land unterschiedlich. Das habe ich gemerkt. Und zum Beispiel auch das Thema Klassengesellschaft. Bisher war es so, dass viele Menschen im Ausland durch Literatur Japan kennengelernt haben und sie hatten das Image, dass es eine sehr gleichwertige Gesellschaft ist, dass es nicht so viele Klassen gibt und dass man zum Beispiel das Gefühl hat, dass alle sehr freundlich sind, man weiß aber nicht so genau, woran man dran ist und repräsentativ ist dann Tokio. Aber in Brüste und Eier, da sieht man zum Beispiel auch, dass es die sogenannte Arbeitergesellschaft gibt, da arbeiten auch Frauen. Und in Japan gibt es sehr viele Bücher, die dies auch thematisieren, aber die Lektoren im Ausland und auch die Leserinnen und Leser im Ausland haben sich, glaube ich, bisher nicht so sehr dafür interessiert. Aber man sieht jetzt, dass man auch sieht, dass die Menschen auch Interesse daran haben, wie die Frauen in Asien und auch in Japan leben, wie sie leben. Also da sehe ich schon einen Unterschied. Ja, ja, das ist wahr. Also das Interesse ist, ich würde sagen, es nimmt stark zu. Interesse an Japan ist sowieso in Deutschland schon traditionellerweise sehr, sehr groß. Aber auch das Interesse an Korea und Taiwan, China steigt tatsächlich. Also überhaupt das Interesse an Ostasien. Sie haben jetzt schon einige wichtige Stichpunkte genannt zu Ihrem Roman, nämlich das Stichwort Klassengesellschaft zum Beispiel, denn Ihre Hauptfigur Natsuko und auch Ihre Familie sind eigentlich eher arm. Also Sie thematisieren auch das, also auch die Armut in Japan in Ihrem Roman. Und Sie haben das Stichwort Reproduktion oder künstliche Reproduktion genannt. Auch darum geht es in Ihrem Roman Brüste und Eier. Ich gebe nur ganz kurzen Überblick über den Roman. Der Roman besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil erschien 2007. Dafür erhielten Sie auch den berühmten, renommierten Akutagawa-Preis. 2019 kam dann der zweite Teil des Romans hinzu. Ja. Ich glaube, da gibt es vielleicht ein Missverständnis. Also das ist, es gibt die Version von 2007 und das ist etwas ganz anderes. Und 2019 habe ich alles ganz neu aufgeschrieben. Das heißt also auch die Protagonisten und auch das Thema an sich. Die werden natürlich noch einmal beschrieben, aber trotzdem habe ich die Geschichte noch einmal ganz neu aufgerollt. Und ich habe auch noch einige, also mehrere Passagen wirklich ganz neu dazu geschrieben. Ach so, also denn die deutsche Version, die... Genau, ja, das ist so ein bisschen schwierig. Also die deutsche, genau, der deutsche Roman besteht aus zwei Teilen. Einem ersten Teil, von dem ich dachte, er sei schon 2007 erschienen, aber vielleicht ist das, was Sie überarbeitet haben, und einem zweiten Teil, der ganz neu ist, von 2019.
Im Zentrum des Romans steht Natsuko, eine junge Frau, ja, die ist anfangs 30 Jahre alt. Sie lebt in Tokio und sie lebt in Tokio und sie will Schriftstellerin werden. Und sie bekommt zunächst einmal Besuch von ihrer Schwester Makiko und von ihrer Nichte, das ist Makikos pubertierende Tochter Midoriko. Die alle haben ein Körperproblem, kann man vielleicht zusammenfassen. Natsuko ist asexuell oder sie fühlt sich asexuell. Sie denkt aber über ein Kind nach. Makiko wiederum, also die Schwester, die will sich ihre Brüste vergrößern lassen und die will sich auch ihre Brustwarzen bleichen. Sie glaubt, dass sie dadurch besser und attraktiver aussieht. Und die Nichte Midoriko, die schlittert gerade in die Pubertät und sie hasst alles, was damit zusammenhängt. Also zum Beispiel auch die Vorstellung, dass dann Millionen von Eizellen in ihr heranreifen und dass sie ihre Tage bekommt und all das. Frau Kawakami, wie entstand denn zunächst einmal dieses, ich sag mal, weibliche Dreigestirn? Waren da zuerst die Figuren da, die Sie spannend fanden und aus denen Sie eine Geschichte machen wollten? Oder waren zuerst die Körperprobleme da, die Körperprobleme der Frauen, die Sie dann auf die Figuren verteilt haben? はい、素敵なご質問ありがとうございます。Vielen Dank für die そtolle れは、Frage. やっぱりこう、Also es war 女tatsächlich 性のそう、体っていうもder Körper のder Frau, を語るときに、wenn バルコman ニーに、darüber spricht, 作りたいなと思ったんですね。だ da から、habe ich mir erst3einmal 人überlegt, wie möchte ich が、das aufrollen? まず3日間で、Die drei それぞれの Protagonisten, 体とか、話し言葉でこう、sie話していく verbringen 機会 Zeit im がある。Sommer und sie で、sprechen それぞれの über 年代、ihren Körper 10代、und sie それから sind 30in 代、それ einem からもう40代unterschiedlichen 年下Alter. とか、ちょっと離れてるEine こすんのden 3世 40ern, 代の eine すんん体den について、30ern und eine ist noch sehr 書きjung. たいっていう気持ちがあったんで Und すね。なので、das hatte ich zuerst im Kopf, なんだdass ろうich な、darüber schreiben 小説を möchte. 書くときは、Und いろいwenn ろまあ私ich は最初に事前einen に決めて Roman 書く schreibe, 方ではあると思うんですが、dann そ mache のいこみとに関してずはこう、いーろんんなーげ要素Gedanken über が was ich す schreiben でにあっ möchte. て、Und es gab で、mehrere まあこの3人っ Faktoren, ていうこと、まず世代のüber こdie ich と、schreiben それかwollte. ら Dann ging es自分zuerst では選einmal べum dieないような言葉、Generation. 土地の言葉で使って話すっていうこと、Und dann ging そういうes なんかアauch イデアnoch が同時に出um てきて、den そこから構Dialekt.築していったという感Und じdiese ですね。Gedanken hatte ich zunächst einmal und dann habe ich angefangen, die Geschichte aufzubauen. Dialekt ist gut, dass Sie es sagen. Sie benutzen den Osaka-Band, den Dialekt von Osaka in Ihrem Roman. Sie kommen selbst aus Osaka, aber Sie leben in Tokio. Das können wir leider im Deutschen nicht so nachvollziehen, den dialektalen Einschlag. Aber das ist Ihnen wichtig, ja, auch Ihren Heimatdialekt mit ins Buch zu bringen. そうですね。ただこの小説はそJa, の、in 大阪の出diesem 身者しかRoman 大阪弁を話さないんですね。sprechen 地nur 方の標準diejenigen 語で書かれてます Figuren, die し、wirklich aus Osaka だ kommen, から den Osaka-Dialekt. 全体が大阪弁で書かれてDas るとist いうふうに also 紹auch 介されるんですけど、全然そんな nicht ことはなそ, くて、dass der gesamte Roman im マキコとミ Osaka-Dialekt ドリコとgeschrieben ナツwird. コだけDas が wird基本的manchmal な主人公gesagt, だaber とdas思うんですstimmt ね。nicht. Es sind wirklich nur地なる原曲。Natsuko, Midoriko で、und そういう Makiko,役割ですね、die今den 説明で Osaka-Dialekt ありましすたけど。sprechen. Genau. Ja, Sie sagen es schon, Dialoge sind sehr, sehr wichtig in diesem Roman, sind lange, lange Dialoge, Auseinandersetzungen, Diskussionen der Figuren untereinander. Das ist sehr, sehr auffällig. Und ich schlage vor, wir hören mal eine kleine Passage, so als Kostprobe aus dem Roman, einen Auszug, in dem Makiko ihrer Schwester Natsuko erzählt, wie man sich die Brüste aufpolstern lassen kann. Und zwar sehr genau, was sehr typisch ist für diesen Roman, also diese Detailgenauigkeit. Wir hören zuerst eine kleine Passage auf Japanisch von Mirko Kawakami und ich lese die Passage danach auch noch einmal etwas verlängert auf Deutsch. これは夏子が、夏子の住む東京に姉のマキコが、Das ist also die Passage, in娘der を also die連れて、ältere今自Schwester分の Makiko, ihre考jüngere えていSchwesterることを、ちょっと Natsuko in Tokio で、Tokio,話を聞いてもらって、
besucht und dann über die Operation, die Brustvergrößerung erzählt. Und ich werde diese Passage auf Osaka-Ben vorlesen, also im Osaka-Dialekt. と即答しそうになるのをこらえて、曖昧にうなずく私に巻き込えた。一つ目はシリコン、二つ目はヒアルロン酸、三つ目は自分の脂肪を抜いてそれを使って膨らますっていう方法。やっぱシリコン入れるのが一番人気で一番多くて一番実績あんねんけど、これが一番高いんや。シリコンって、これな、これみたいに。巻子は黒光りするパンフレットに一列に並んだ肌色のシリコンの写真を爪先でバシバシと打った。このバッグっていうのもいろいろあんねん。これ見したかってん。 要求種類があって病院によって言うことがちょっとずつちゃうこともあってやな、なかなか難しいところではあんねんけどな。いっちゃん目じゃないやつはこれ。シリコンジェルっていうやつで次がコーヒー渋バッグ。コーヒーちゃうで。コーヒー渋バッグな。これは中で漏れたり線変用にジェルと比べてちょっと硬いねんけども、万が一なんかあって破れても安全といえば安全やねんけど、場合によっては見た目がちょっと、まあ硬いからな。不自然って意見もあるみたいや。で、あとは生理食塩水。 これのいいとこは、後で食塩水を入れて膨らますから、袋を入れるときに体を切るのがちょっとで済むっていうとこや。でもシリコンやな、今の主流は、もうシリコンが出てきてからはもう、ほとんどやる人おらんということやったわ。で、ほんまにめっさ考えた結果、私はシリコンジェルにしようかと思ってんねん。で、私のやりたい病院では、150万。両胸でな。で、その他に麻酔とか全身麻酔とかにするんやったら、それにプラス、 10万円とか。話終わるとマキコは、どうみたいな顔をして、私の顔をじっと見た。最初は、なんでそんなにじっと見んねやろと、不思議に思って私もマキコの顔を見ていたが、そうか、マキコは何かしらの感想を待っているのだということに気がついて、ああ、すごかった、と笑ってみた。それでもまだじっと見るので、でもまあ、150万円ってめっちゃくちゃ高いよな、と追加で感嘆してみせた。 それは率直な感想というか、事実だったのだけれども、しかしそのすぐ後、もしかして私、余計なこと言うてもうたんちゃうという考えが頭をよぎった。 Dankeschön. Danke sehr, sehr, sehr schön. Ich lese jetzt auf Deutsch. Es spricht Makiko, die große Schwester von Natsuko. Wie gesagt, das habe ich dir am Telefon ja schon erzählt, gibt es im Wesentlichen drei Möglichkeiten, die Brust zu vergrößern. Also es gibt natürlich viele, aber im Wesentlichen sind es drei. Erinnerst du dich? Nein, war ich versucht zu sagen, stattdessen nickte ich nur unbestimmt. Erstens Silikon, sagte Makiko. Zweitens Hyaluronsäure. Drittens Eigenfett, das abgesaugt und in der Brust wieder verteilt wird. Silikonkissen sind natürlich am beliebtesten, werden am häufigsten eingesetzt. Damit hat man die meiste Erfahrung, sind aber auch am teuersten. Hier, so sehen die aus. Makiko klopfte mit dem Fingernagel auf die Reihe der hautfarbenen Silikonimplantate, die in der Glanzbroschüre abgebildet waren. Diese Kissen, die wollte ich dir zeigen. Von denen gibt es auch wieder alle möglichen Sorten. Und weil sie dir, je nach Klinik, immer ein bisschen was anderes erzählen, ist es da auch nicht so einfach, sich zu entscheiden. Hier, das nehmen die meisten, Silikongel. Danach kommt Kohäsivgel. Das läuft nicht aus. Ist im Vergleich zu herkömmlichem Silikon aber etwas härter. Sicherer also, wenn man so will. Falls das Kissen reißen sollte, sieht man aber unter Umständen ein bisschen, naja, unnatürlich aus. Ist ja härter, das Material. So, und dann gibt es noch physiologische Kochsalzlösung. Der Vorteil von Kochsalzlösung ist, dass die Lösung erst eingefüllt wird, wenn das Kissen schon drin ist. Das heißt, man braucht nur einen kleinen Schnitt. Aber heute nehmen die meisten Silikon. Seit das auf dem Markt ist, hat sich praktisch niemand mehr die Brust mit Kochsalzlösung vergrößern lassen. Deshalb will ich auch Silikon. Ich habe lange darüber nachgedacht. In der Klinik, in der ich es machen lassen will, kostet es 1,5 Millionen. Beide Seiten. Dazu etwa 100.000 für die Narkose, je nachdem, für was ich mich entscheide. Örtliche Betäubung oder Vollnarkose. Dann folgt eine Passage, in der auch noch die Möglichkeiten der Brustvergrößerung mit Hyaluronsäure und mit Eigenfett diskutiert wird. Und dann endet Makiko mit einem kleinen Fazit sozusagen und sagt, ach so, fast hätte ich es vergessen, nicht, dass es besonders wichtig wäre. Aber das Silikonkissen kann man an zwei verschiedene Stellen einsetzen.
entweder unter den Brustmuskel, die Brust hat ja auch einen Muskel, also unter das Fett, dann fällt es nicht so auf, oder nicht ganz so tief, nur unter das Drüsengewebe. Das ist weniger aufwendig und schonender für den Körper, aber für so dünne Frauen wie mich meist ungeeignet. Hier, es gibt doch Frauen, die so aussehen, als hätten sie Saugglocken auf der Brust. Du weißt schon, diese Dinger, mit denen man den Abfluss wieder freikriegt. Hast du die schon mal gesehen? Nein, noch nie? Frauen, an denen praktisch nichts dran ist, außer diesen zwei Glocken. Also nee, das kommt nicht in Frage. Wenn nichts drumherum ist, sieht man ja gleich, dass die künstlich sind. Also ich lasse mir die Dinger unter den Muskel setzen. So viel steht fest. Ja, eine kleine Sache. Das ist ganz toll. Wenn Makiko auf Deutsch spricht, das ist unglaublich. Also ich konnte mir das so richtig gut vorstellen, wie Makiko auf Deutsch redet. Das war einfach wunderbar. Also man merkt auch diese Kraft und auch den Charakter von Makiko. Das kam so richtig schön durch. Das war ganz toll. Ich freue mich sehr. Das ist, wirklich sehr berührend. Makiko ist eine sehr resolute Person auch. Ist mein Eindruck, ja. Ja, und was auffällt, Sie diskutieren ja hier sehr, sehr genau und also fast schmerzhaft genau Silikon, Hyaluron, Eigenfett, so als Optionen, ob das Kissen über den Brustmuskel oder unter den Brustmuskel gesetzt wird. Makiko, die arbeitet als Bardame, sie ist alleinerziehende Mutter. Warum nimmt sie diese Tortur einer Brust-OP eigentlich auf sich? Und dazu gehört auch noch ein Brustwarzen-Bleaching, weil sie gerne hellere Brustwarzen haben möchte. Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Für wen macht sie sich eigentlich so schön? Ja, ich glaube, dass das wirklich ein Thema ist, was überall besprochen wird in allen Ländern. Schönheit, für wen macht man sich schön? Und das ist auch in Japan so, dass das wirklich mit großem Interesse verfolgt wird, dieses Thema. Zum Beispiel hat man früher wenn man über Schönheits-OPs gesprochen hat, man hat Schönheits-OPs machen lassen, um besser von den anderen gesellschaftlich bewertet zu werden oder auch zum Beispiel Komplexe abzubauen. Und es gab zum Beispiel auch Schönheits-OP-Shows im Fernsehen früher. Und viele haben sich einfach vor 20 Jahren oder so erbärmlich gefühlt. Und haben sich deswegen operieren lassen. Aber jetzt ist es so, dass die Frauen eigenständiger sind und dass das also eine Maßnahme ist, um so zu werden, wie man eigentlich werden möchte. Und ja, das ist so, dass die Frauen resoluter sind, aber warum wollen sie so werden? Warum wollen sie schöner werden? Dabei geht es, glaube ich, darum, also ich glaube, dass das auch die Betroffenen einfach nicht wissen, dass es die Frauen selber auch eigentlich nicht wissen. Sie wissen es nicht. Und Makiko, sie ist ja Hostess, aber ich denke nicht, dass sie einfach den Wunsch verspürt, dass sie von anderen Geschlecht, von Männern einfach besser anerkannt oder bewertet werden möchte, sondern es ist nicht so einfach. In Japan gibt es wirklich sehr festgefahrene Standards, also wie eine Frau zu sein hat. Eine Frau muss jung sein, sie muss jugendlich sein und sie muss ein bisschen dumm sein, damit die Männer sich nicht angegriffen fühlen. Das hört sich wirklich sehr dumm an, aber wie soll ich das sagen? Also es gibt diese Stereotypen. Und es ist nicht nur das, aber deswegen denkt man, also die Frauen müssten größere Brüste haben. Die Frauen entscheiden sich selbstständig dazu,
sich zu verändern, das ist gut, aber warum machen sie das? Und ich glaube, dass man sich darüber aber auch noch mehr Gedanken machen muss. Und ich unterstütze auch die Frauen, die sich verändern wollen. Aber es darf nicht etwas sein, womit man sich quälen muss. Es geht ja darum, dass man sich besser fühlt. Es muss ja etwas Positives sein. Und wenn es das ist, dann sollte sich keiner darin einmischen. Aber natürlich ist es auch schmerzhaft, ja. Ja, die Frauen in ihrem Roman arbeiten alle sehr hart an sich. Auch Natsuko. Ist immer mit sich beschäftigt. Sie will zwar keine OP an sich machen lassen, aber sie erwägt dann vor allen Dingen im zweiten Teil des Romans eben ein Kind zu bekommen mit Hilfe einer Samenspende, was ja auch ein technischer Eingriff in den Körper ist. Es sind zwischen dem ersten Teil des Romans und dem zweiten Teil des Romans sind 12 Jahre vergangen. Auch Sie haben sich sicherlich in diesen 12 Jahren sehr verändert. Sie haben auch selbst ein Kind bekommen. Hat sich das im Roman niedergeschlagen? Also auch eine Entwicklung, für die Figuren vielleicht? Auch Natsuko ist ja älter geworden. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, also im ersten Teil ist sie also keine Mutter und auch kein Kind, sondern sie ist irgendwo dazwischen, Natsuko. Und dann vergehen 10 Jahre und Natsuko möchte jemanden treffen, der oder die noch gar nicht existiert, also es ist das eigene Kind. Und dieses Gefühl verspürt sie, diesen Wunsch. Und ich habe mich in den 10 Jahren auch in dem Sinne verändert, dass ich ein Kind auf die Welt gebracht habe. Ja, wurden meine Erfahrungen auch in dem Roman verarbeitet? Ja, alle Frauen, ja, ich denke schon, dass das wirklich auch die Figuren beeinflusst hat, sowohl die weiblichen als auch die männlichen Figuren in dem Roman. Ich habe ein Kind bekommen, aber ich habe nicht ein Kind bekommen, weil ich wusste, was das bedeutet, also Mutter zu werden. Das war mir eigentlich nicht so bewusst. Also, man kann ein Kind auf die Welt bringen, auch wenn man sich darüber nicht so bewusst ist, warum man das macht. Und in dem Roman geht es also um die Reproduktionsproblematik. Manche nehmen das als etwas sehr Natürliches auf. Andere denken, dass Mutterschaft also etwas Gewalttätiges ist, dass es etwas mit Gewalt zu tun hat. Also es gibt diese zwei Sichtweisen. Ja, es ist sehr auffällig, dass in Ihrem Roman, jetzt auch im Vergleich zu dem Roman, den wir als nächstes besprechen werden, von Pilar Quintana, Hündin, der im kolumbianischen Dschungel spielt sozusagen, also unter ganz anderen Bedingungen. Es ist sehr auffällig, dass Ihr Roman in einem Industrieland spielt mit vielen, vielen technischen und medizinischen Möglichkeiten, die so in dem kolumbianischen Roman zum Beispiel gar nicht vorhanden sind. Das ist sehr interessant, auch als Vergleich. Trotzdem scheint es so, Sie haben gerade gesagt, dass viele Frauen Kinder kriegen, ohne eigentlich genau zu wissen, warum. Trotzdem scheint es so, als sei da ein biologisches Programm, das in der Frau arbeitet und dem sie eigentlich gar nicht entkommen kann. Denken Sie das? Ja, so, das glaube ich nicht. Ich denke, dass in der Gegenwart es so ist,
Also fast alle, also Schwangerschaften und Geburten werden von den Frauen selbstständig entschieden in Japan. Aber das Schwangerschaftsprogramm an sich ist ja nicht etwas, was von Menschen geschaffen wurde, sondern das ist ja in dem Sinne, es ist doch etwas Biologisches, denke ich. Aber in den meisten Fällen ist es dann doch eine selbstständige Entscheidung, die dann zur Geburt führt. In den meisten Fällen. Deswegen, so dass das, also, das ist etwas Selbstverständliches ist, dass wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, dass man dann ein Kind bekommt. Das hat natürlich auch etwas mit der Gesellschaft, mit dem gesellschaftlichen Bild zu tun. Aber ich denke nicht, dass es also etwas ist, was biologisch also vorprogrammiert ist für die Frauen. Also durchaus ein natürlicher Wunsch der, oder natürliches Bedürfnis, das da ist, das man aber dann doch auch persönlich steuern kann, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Natürlich, wenn vor allen Dingen dann, wenn auch alle Möglichkeiten zur Verhütung zum Beispiel gegeben sind oder aber wenn es nicht klappt, eben auch ein bisschen medizinisch nachzuhelfen, natürlich vor allen Dingen in Industrieländern wahrscheinlich. Interessanterweise entscheiden sich ja viele Japanerinnen eher dagegen, Kinder zu bekommen. Also die Geburtenrate in Japan liegt momentan bei ungefähr 1,4 Kindern pro Frau. In Deutschland ist es augenblicklich 1,6, also auch nicht viel mehr. In Korea, Südkorea sogar nur bei 0,9. Das ist alles viel zu wenig, um eine Bevölkerung stabil zu halten. Also wenn man keine Zuwanderung hat, dann bräuchte man mindestens 2,1 Kinder pro Frau, um die Bevölkerungszahl zu halten. Das bedeutet also, in all diesen Ländern, in unseren Ländern sozusagen schrumpft die Bevölkerung, wenn wir keine Zuwanderung haben. Wie erklären Sie sich denn die niedrige Geburtenrate in Japan, also 1,4 Kinder pro Frau? Warum entscheiden sich so viele Japanerinnen dagegen, ein Kind zu bekommen? Ja, das ist, glaube ich, weil die Frauen etwas bemerkt haben. Und zwar in einer Gesellschaft wie in Japan, ist es so, dass eine Frau, also wenn eine Frau, also als Frau selbstständig zu leben und dann aber gleichzeitig ein Kind aufzuziehen, das ist nicht möglich. Das haben, glaube ich, viele Frauen in Japan gemerkt. Ich glaube, dass es daran liegt. Es ist einfach unmöglich. Also in der Nachkriegszeit war es ja so, dass Männer das Geld verdient haben und die Frauen zu Hause blieben, aber dieses System funktioniert einfach heutzutage nicht mehr. Das Gehalt der Männer, das reicht einfach nicht mehr aus und die Frauen müssen auch arbeiten. Aber das, die Gehaltsbalance hat sich verändert, aber es gibt immer noch sehr viele gesellschaftliche Belastungen, mit denen die Frauen zu kämpfen haben. Und dann funktioniert das ganze Gebilde einfach nicht mehr. Und deswegen müssen sich alle Frauen an irgendeinem Zeitpunkt dafür entscheiden, ob sie sich für die Karriere entscheiden oder ob sie sich für die Familie entscheiden. Und ich glaube, das war bisher nicht ganz so klar definiert, aber viele merken das, dass das wirklich sehr schwierig ist, das beides aufrechtzuerhalten. Und das geht sowohl für Frauen als auch für Männer. Es reicht also wirklich nicht aus, in den 20ern
dass man sich selbstständig macht. Man ist wirklich erst selbstständig, wenn man Mitte 30 ist. Dann hat sich das Leben stabilisiert, dass man dann also einen Partner findet und dann eine Familie gründet. Also es geht auch um das Timing. Ist, glaube ich, schwierig. Das heißt also, man muss also wirklich immer wieder sich entscheiden, also die Frauen in Japan müssen sich immer wieder entscheiden, für was sollen sie sich entscheiden. Und das ist schwierig. Man kann sich einfach nicht entscheiden. Aber es klingt so, als würden doch mehr und mehr Japanerinnen sich auch für eine berufliche Karriere entscheiden. Traditionellerweise ist Japan eher ein Land, in dem nicht so viele Frauen arbeiten, aber vielleicht ändert sich das auch. Wie würden Sie denn die Entwicklung in Japan oder wie empfinden Sie die Entwicklung in Japan? Haben Sie das Gefühl, Japan stagniert, was die Emanzipation und auch das gute Leben der Frauen angeht, oder tut sich da doch was? Vielleicht auch durch Romane wie Ihren? Ja. Die Stellung der Frau in der heutigen Gesellschaft in Japan, das ist, die Sichtweise ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Aber letztens habe ich mit einem Journalist, mit einem deutschen Journalisten gesprochen. Und der Journalist meinte, warum entscheiden sich so viele Frauen in Japan nicht für die Karriere, sondern für die Familie? Obwohl Japan ja auch schon sehr weit entwickelt ist, eine Industrienation ist. In Japan ist es so, dass es große Unterschiede zwischen Tokio, der Metropole Tokio und dem Land gibt, der ländlichen Region gibt. Da gibt es gesellschaftliche Unterschiede, klassengesellschaftliche Unterschiede und auch was auch den beruflichen Werdegang der Frau betrifft, gibt es da große Unterschiede zwischen Stadt und Land. Und ich glaube nicht, dass der berufliche Werdegang in Japan wirklich sehr weit entwickelt hat. Es ist noch nicht genug. Man sieht zum Beispiel auch, dass es sehr wenige weibliche Politikerinnen gibt und auch sehr wenig festangestellte Frauen in der Gesellschaft, in den Firmen. Also man sieht schon in den Details, also schon Unterschiede, dass sie zum Beispiel nicht mehr immer nur einschenken müssen oder dass sie nicht nur in den Pflegeberufen tätig sind. Das sind kleine Sachen, da gibt es also wirklich Veränderungen, aber es gibt noch Genderunterschiede und es ist noch alles wirklich asymmetrisch. Da hat sich, glaube ich, noch nicht so viel verändert. Ja. Und wie ist es jetzt augenblicklich in dieser Situation mit Corona? In Deutschland oder in Europa überhaupt leiden wir ja augenblicklich sehr oder seit einem Jahr schon sehr unter Corona. Wir sind geradezu heimgesucht davon und es gibt auch einige Misswirtschaft, die das Ganze noch verstärkt oder verschlimmert hat. Wie ist es in Japan? In Deutschland merken wir, dass die Last auch des Homeschoolings zum Beispiel vor allen Dingen auf den Schultern der Frauen liegt, also sich dann auch noch um die Kinder zu kümmern, die augenblicklich nicht zur Schule gehen, nicht in den Kindergarten gehen. Wie ist es in Japan? Wie erleben Sie auch als Mutter gerade diese Corona-Situation und ist es eine zusätzliche Belastung für die Frauen? Ja, das ist sehr klar zu sehen, dass die Belastung für die Frauen zunimmt. Ich glaube, dass das insbesondere auch vielleicht auf Japan zutrifft. Also Frauen, also die Gesellschaft denkt, dass Frauen sich zum Beispiel um Kinder kümmern müssen, pflegen müssen, zum Beispiel auch Hauswirtschaft machen müssen, dass das also Frauen besser können als Männer. Viele glauben das. Und viele Männer denken auch nicht, dass das ihre Aufgabe ist. Und deswegen ist es schwierig, ein gemeinsames Bewusstsein zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, ein Problem.
Und die Frauen müssen gleichzeitig so viele Sachen machen und auch die Menschen, also die Erwachsenen müssen ihr Bewusstsein ändern und auch in den Familien gibt es also die festgelegten Genderrollen. Und auch zum Beispiel die Frauen, die nicht in einem festen Arbeitsverhältnis sind. Und diese Frauen haben ihre Arbeit in der Corona-Pandemie verloren. Und man sieht, dass die Selbstmordrate der Frauen in Japan gestiegen ist. Dass also sich sehr viele Frauen, also dass die Selbstmordrate gestiegen ist. Ja, ein trauriges Schlusswort, ein trauriges Schlusswort, aber so ist es eben. Und ihr Roman zeigt ja auch, ihr Roman ist ja auch sehr realitätsnah verfasst. Man muss die Situation, Lebenswirklichkeit von Frauen eben auch abbilden, wie sie ist, mit all ihren unangenehmen Details, um sie zu erfassen, zu verstehen und womöglich auch verändern, verbessern zu können. Frau Kawakami, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch zwischen den Kontinenten. Und ich muss mich langsam also verabschieden, denn auf der anderen Seite. Ja. Ich muss mich langsam verabschieden, denn auf der anderen Seite des Pazifiks, auf der anderen Seite des Ozeans, wartet Pilar Quintana schon auf uns, die Autorin des Romans Hündin. Den besprechen wir gleich, diesen Roman. Der erzählt auch von einer Frau und von einem schwierigen und schwierig zu realisierenden Kinderwunsch. Davon erfahren wir gleich mehr. Soll ich Frau Quintana denn Grüße von Ihnen ausrichten? Soll ich Grüße mitnehmen, Frau Kawakami? Ja, sehr gerne. Bitte richten Sie auch meine herzlichsten Grüße aus. Das ist toll. Dann finden wir so eine kleine Verbindung zwischen Ihnen. Eigentlich sollten Sie ja zusammensitzen, aber unter diesen Corona-Umständen geht es leider nicht. Ich richte das sehr gerne aus. Frau Kawakami, haben Sie herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir sprachen über Brüste und Eier. Das ist der Roman aus dem Japanischen, sehr frisch und auch sehr schnittig übersetzt von Katja Busson. Erschienen ist der Roman im Dumont Verlag. Und ich verabschiede mich jetzt und reise einmal quer über den Pazifik nach Bogota in Kolumbien. Ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. Ich hoffe auf ein nächstes Mal. Und inzwischen sind wir angekommen in Bogota, Kolumbien. 14.300 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Tokio, wo wir mit Mieko Kawakami gesprochen haben, und Bogota, wo ich jetzt mit der Autorin Pilar Quintana verbunden bin. Dazwischen liegt der schier endlose Pazifik, einfach nur sehr, sehr viel Wasser. Guten Tag, Frau Quintana, schön, Sie zu sehen. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, dass ich hier virtuell mich beteiligen kann. Und als erstes möchte ich gleich Grüße ausrichten von der Autorin Mieko Kawakami, mit der ich vorher sprach, die weiß, dass wir jetzt sprechen, und sie lässt sie ganz herzlich grüßen aus Japan. Ja, ich schicke ihr auch einen großen Gruß, einen dicken Gruß und eine Umarmung. Das wird sie bestimmt hören und sehen, wenn sie sich das Gespräch auch anschaut. In der ersten halben Stunde dieses Doppelgesprächs, da sprachen wir über Mieko Kawakamis Roman Brüste und Eier. Dieser Roman, der erzählte vom Leben in der Großstadt Tokio. Der Roman erzählte von der zuerst 30-jährigen und dann 40-jährigen Natsuko, die sich auch mit dem Kinderkriegen auseinandersetzt und mit moderner Reproduktionsmedizin. Und ja, jetzt ist auch in ihrem Roman Damaris, so heißt die Hauptfigur, sie ist erst 30, dann ist sie 40. Und sie ist die Hauptfigur in dem Roman Hündin, einem vielfach preisgekrönten Roman, mit dem sie letztes Jahr ihren internationalen Durchbruch erlebten. Darin, in diesem Roman, lebt Damaris mit ihrem Mann an der kolumbianischen Steilküste am Pazifik, umgeben vom Dschungel. Also
in einer ganz anderen Umgebung, in einem ganz anderen Setting als in Mieko Kawakamis Großstadtroman. Doch auch Damaris, ihre Hauptfigur, und ihr Mann Rogelio wollen ein Kind oder sie wollen vielleicht auch eigentlich am liebsten viele Kinder, was aber leider nicht klappt. Bis Damaris 30 ist, besuchen sie allerlei traditionelle Heiler, die salben sie ein, die räuchern sie ein, die sprechen Gebete. Das ist ja auch eine Art von Reproduktionsmedizin oder vielleicht auch eine Art von spiritueller Reproduktionsunterstützung, sag ich mal. Aber eine Unterstützung, die Damaris auch nicht weiterhilft. Ihr Mann Rogelio und sie geben daher auf, und als sie 40 ist, da passiert etwas sehr Wichtiges für Damaris. Sie findet oder sie übernimmt nämlich einen kleinen Welpen, einen weiblichen Welpen, und sie zieht diesen Welpen auf wie ein Kind. Sie trägt den auch in ihrem BH umher, und das führt zu heftigen Gefühlen gegenüber diesem Hund, dieser Hündin, die langsam größer wird. Ja. Müssen Frauen Mütter sein? Und wie bewerkstelligen sie das? Und was macht man, wenn man keine Mutter wird, wenn das einfach nicht klappt? Diese Fragen tragen uns durch diese Veranstaltung. Und wer uns auch durch die Veranstaltung trägt, ist die Dolmetscherin Elisabeth Müller, die ich jetzt herzlich begrüße. Hallo, Frau Müller. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Ja, Frau Quintana, das war eine kurze Einleitung erstmal zu Ihrem Roman. Damaris und Rogelio, die beiden, dieses Paar, das lebt an der Küste. Er ist Fischer, sie ist Hausfrau. Wo befinden wir uns hier eigentlich? In welcher Landschaft und in welchem Milieu? Also, vielen Dank für die Einführung, die wirklich wunderbar war, alles gut zusammenfasst. Ich hätte das nicht besser machen können. La Perra spielt sich an dem kolumbianischen Pazifik ab. Es gibt zwei Ozeane, am Atlantik und am Pazifik, also zwei Küsten Kolumbiens, aber die karibische Küste ist die wir alle kennen. Alle Kolumbianer kennen diese Küste. Wenn man einen Kolumbianer fragt, wie ist das Meer, dann stellt er sich natürlich die Farben und die Lebensweise der Karibik vor. Der Pazifische Ozean ist eine Küste, die sogar für die eigenen Kolumbianer wenig erforscht ist, wenig besucht. Und es gibt eine große Gebirgskette, die diese Küste abtrennt mitten im Land. Und es ist nicht die größte Gebirgskette von ganz Südamerika. Es gibt noch die Anden, aber es ist, sie agiert wie eine Wand, die das Inland von Kolumbien von der pazifischen Küste trennt. Und es gibt einige Beispiele in der Literatur, die über diese Pazifik gesprochen haben. Antonio Palacios zum Beispiel, eine kolumbianische Maria de Forquesta, auch eine wunderbare Autorin, die darüber gesprochen hat. Und es gibt neue Romane heutzutage, die über den Pazifik sprechen. Aber es war ein unerforschtes Gebiet, auch literarisch. Und die meisten Kolumbianer haben wenig Referenzpunkte in der Literatur. Und die Hündin spielt dort, weil ich dort 9 Jahre gelebt habe, in einem kleinen Ort an dem Pazifik, an den Schwarzen Gemeinde. Ich wollte eine Geschichte schreiben über den Kampf einer Frau, die ein Leben lang Kinder sich gewünscht hat und die aber keine Kinder bekommen konnte. Aber ich wollte das als wie der Alte und das Meer schreiben, auf diese Weise so ähnlich schreiben. Aber ich wollte schreiben, die Frau und der Urwald, nicht der Alte und das Meer. Die Frau befindet sich also mitten in dieser Umgebung des Urwalds und kämpft gegen die Elemente. Und alles, was sie zur Verfügung hat, eben um ihren Wunsch zu erfüllen, sind eben diese traditionellen Heiler und diese Methoden und Kräuter. Und in diesem Roman konnte ich also keine Mestizin zur Protagonistin machen aus dem Binnenland von Kolumbien, weil sie nämlich ein ganz anderes Leben führt und ein ganz anderes Zugang hat zu öffentlichen Gesundheitssystem und so weiter und den, genau, das Sozial
Sozialsystem auch viel besser eingebunden ist und ein Kind adoptieren kann. Aber eine schwarze Frau, eine arme schwarze Frau am kolumbianischen Pazifik hat diese Möglichkeit nicht. Und ich wollte eben diese Frau, die eigentlich ausgeschlossen ist von den anderen Möglichkeiten, die im Binnenland existiert, beschreiben. Und diese Küste ist im Grunde genommen von dem Staat vollkommen verlassen. Die Dienste, die Gesundheitsdienste, die Erziehungsmöglichkeiten, die Bildungsmöglichkeiten sind unglaublich prekär. Und dieses ist also insofern eine historische Erzählung. Ah, das ist sehr spannend. Ich las, dass Sie aus Cali stammen und jetzt wohnen Sie in Bogotá. Sie sind also eigentlich eher ein Stadtkind. Sie sind im städtischen Umfeld aufgewachsen. Sie haben in Bogotá studiert, haben auch in anderen Städten gelebt. Das heißt, es war schon auch eine Art von Exkursion ins Fremde, sich so in den Urwald zu begeben und auch an der Küste zu leben. Ja, so ist das. Ich komme aus dem Binnenland der Kolumbiens und ich bin nicht schwarz, ich bin keine schwarze Frau, ich bin eine Mestizin. Und mein Großvater hat im Pazifikküste von Kolumbien gelebt, aber ich genieße natürlich die Privilegien einer weißen Kolumbianerin. Ich habe dort gelebt, in dieser schwarzen Gemeinde. Fast wie eine Ausländerin. Ich habe manchmal gedacht, ich hätte mehr gemeinsam dort mit einer deutschen Frau vielleicht, mit einer deutschen Zeitgenossin, als mit einer Frau von dem kolumbianischen Pazifik, weil diese Cordillera, also diese Gebirgskette trennt uns. Und eben diese Art, in der Welt zu sein, ist doch sehr, sehr anders. Und ich wusste schon immer, dass ich den Frauen des kolumbianischen Pazifiks nicht eine Stimme geben konnte, sondern ich kannte nur eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte mit meiner Stimme als Mestizin. Und ich habe dort 9 Jahre gelebt. Ich habe in einer kleinen Dorf gelebt und habe eben die Dorfbevölkerung auch kennengelernt, die Frauen, die dort lebten. Und ich glaube, daher war es möglich, dass ich einen Blick werfen konnte auf dieses Leben. Und natürlich sind mir die Privilegien klar geworden, die ich habe im Vergleich dazu. Ja, und wie war Ihr Verhältnis zum Dschungel? Der Dschungel ist ja ziemlich beängstigend und es gibt eine Passage im Roman, die hat mich wahnsinnig beeindruckt. Da beschreiben Sie, wie eine Armee von Ameisen durch den Dschungel läuft, auf das Haus von Damaris zu und da einmal durchrennt und alles auffrisst, was zu finden ist und dann auch wieder weg ist. Damaris geht auch selbst oft in den Dschungel. Sie hat offenbar weniger Angst. Es gibt aber auch Schlangen, giftige Schlangen und viele andere unheimliche Tiere. Wie war denn Ihr Verhältnis als Städterin zum Dschungel? Hatten Sie Angst? Ich bin Städterin und bin in der Stadt aufgewachsen und ich habe, wenn ich in der Uni war, habe ich angefangen, einige indigene Gemeinden kennenzulernen und mit dem Dschungel Kontakt aufgenommen. Ich bin durch die Welt gereist. Ich bin durch Südamerika gereist, wo ich 5 Monate in Bolivien, im bolivischen Urwald gelebt habe. Ich war dort in einem Schutzgebiet, Naturschutzgebiet, wo wir gearbeitet haben zusammen, wo viele wilde Tiere lebten. Und mich hat eben schon dieses Verhältnis von den westlichen westlichen Menschen zum Urwald, die kamen aus Deutschland, aus Holland und so weiter in den Urlaub. Und war schon ein interessantes Verhältnis. Und sie zogen sich die Stiefel aus und gingen barfuß durch den Urwald, weil sie das irgendwie so idealisiert haben. Und sie hat gesagt, bitte nicht, bitte, bitte zieht eure Schuhe an, das ist furchtbar gefährlich. Weil der Urwald, das ist überhaupt nichts, es kann sehr aggressiv sein, es ist überhaupt nicht irgendwie, heißt euch nicht willkommen. Und die Ausländer, nach 2, 3 Tagen hatten sie natürlich geschwollene Füße und waren gebissen worden und waren eben, hatten Durchfall und so weiter. Und der Urwald hat ihnen nicht das gebracht, was sie sich vorgestellt hatten. Und ich wollte eben deshalb vom Urwald erzählen.
Ich wollte erzählen, dass der Urwald nicht keineswegs dieser idealisierte Ort ist. Nicht nur schön und mit hübschen Vögelchen und alles schön bunt und so reiche Natur, sondern dass es eben auch Schlangen gibt und dass es eben ganz gefährliche Fledermäuse, die auch das Blut aussaugen, den Menschen, und dass es auch ein furchtbarer Ort sein kann. Und als ich die ersten 3 Monate, als ich dort gelebt habe, von meinem 9-jährigen Aufenthalt, hatte ich zum Beispiel auch gesehen, wie eine Frau, eine Hündin im Urwald gestorben ist, und nach 3 Tagen war nichts davon übrig. Das waren nur noch die Knochen da und alles andere war weggefressen. Das war also ein Eindruck, das hat einen großen, tiefen Eindruck auf mich gemacht, wo ich gemerkt habe, wie wild und wie praktisch der Urwald ein Organismus ist. Ein Organismus, der eigentlich immer auf der Lauer liegt, um einen zu packen und einen auszusaugen und zu fressen zu bekommen. Und das ist eben dieser Blick auf den Urwald, den ich gerne erzählen wollte, von dem ich berichten wollte. Ja, das ist Ihnen sehr, sehr eindrücklich gelungen. Also Vampirfledermäuse spielen eine Rolle im Roman und auch Gummistiefel spielen eine sehr große Rolle im Roman. Haben Sie denn dort, als Sie dort lebten, die 9 Jahre an der kolumbianischen Küste, haben Sie dort Menschen kennengelernt, die Damaris und Rogelio ähneln? Oder wie kamen Sie auf Ihre beiden Hauptfiguren? Ja, ich habe viele Menschen dort kennengelernt. Viele Menschen, mit denen ich weiterhin noch sehr befreundet bin übrigens. Eine Frau, die ich im Urwald kennengelernt, die ich kennengelernt hatte, die ihren Bruder mit einem Messer erstochen hatte. Und als ich dorthin kam, war er hat die Schwester ermordet und war im Gefängnis. Und das Kind war unglaublich fleißig und die Mutter war wundervoll. Und ich dachte, um Gottes Wille, in meinem Kopf war immer, aber genau, der Bruder ist eben erstochen worden. Und dann habe ich eben jemanden kennengelernt, noch jemand anders, der ein Familienvater, ein wunderbarer Familienvater war, der auch jemanden ermordet hatte. Ein sehr guter Bürger. Und immer wenn ich ihn sah, habe ich gedacht an diesen Mord, den er begangen hatte. Und ich glaube, dass da in mir diese Person, diese Figur von Damaris aufgetaucht ist, weil ich wollte mich fragen, wir haben alle das Dunkle in uns. Die Mörder sind nicht etwas Böses, irgendwelche Monster, die da draußen sind. Man wollte sie eben alle menschlichen Qualitäten absprechen und die Mörder irgendwie im Außen sehen. Aber ich und dieser Mann und wir selber haben das Monster in uns selbst, ja, das Ungeheuer. Und mir das wirklich bewusst zu machen. Und dann habe ich mich gefragt, was müsste passieren, damit ich selber töte? Und ich sah mich dann nicht mehr als eine gute Person, einen guten Menschen, dem sowas nie passieren könnte, sondern mir war klar, dass ich unter bestimmten Umständen genauso zu einem Ungeheuer werden könnte und töten könnte. Und ich glaube, dass ich da angefangen habe, dieser Person von Damaris zu arbeiten, an dieser Figur. Ich wollte eine sehr echte Person, Figur erschaffen, die wie ich mit guten Gefühlen durchs Leben geht, die mir sehr nah ist und der dann aber so etwas zustößt, wie es im Roman passiert. Ja, Damaris ist tatsächlich eigentlich eine sehr liebe Frau, aber auch eine Frau, die eine Monsterseite in sich hat oder zumindest im Laufe der Geschichte entwickelt. Wir hören jetzt einmal, wo Damaris und Rogelio wohnen. Ich schlage vor, dass wir eine kleine Lesepassage hören, um auch einen Eindruck vom Klang des Romans zu bekommen. Zuerst liest Pilar Quintana eine kleine Passage auf Spanisch und dann lese ich die Stelle auch nochmal auf Deutsch und auch noch ein kleines Stückchen mehr. Und es fängt an mit der Hütte, in der die beiden wohnen. Bueno. La cabaña donde vivían no quedaba en la playa, sino en un acantilado selvático.
donde la gente blanca de la ciudad tenía casas de recreo grandes y bonitas, con jardines, andenes empedrados y piscinas. Para llegar al pueblo se bajaba por unas escaleras largas y empinadas, que como llovía tanto, debían restregar a menudo para quitarles la lama y que no se pusieran resbalosas. Luego había que atravesar la caleta, un brazo del mar ancho y torrentoso como un río que se llenaba y vaciaba con la marea. Dankeschön, Pilar Quintana, für diese Lesung. Jetzt geht's auf Deutsch weiter. Die Hütte, in der sie wohnten, befand sich nicht am Strand, sondern an einer von Urwald bewachsenen Steilküste, an der die schicken großen Wochenendhäuser der weißen Stadtbewohner standen, mit Gärten, gepflasterten Gehwegen und Schwimmbecken. Ins Dorf gelangte man über eine lange steile Steintreppe, die wegen des häufigen Regens regelmäßig geschrubbt und vom Schlamm befreit werden musste, damit sie nicht rutschig wurde. Danach durchquerte man die langgezogene Bucht, einen Meeresarm, so breit und reißend wie ein Fluss, der sich mit den Gezeiten füllte und leerte. Die Flut kam an diesen Tagen morgens, und um das Brot für die Hündin zu kaufen, musste Damaris bereits in aller Frühe aufstehen, das Paddel aus der Hütte mitnehmen, mit dem Paddel auf der Schulter die Stufen hinuntersteigen, das Kanu vom Ufer ins Wasser schieben, bis ans andere Ufer paddeln, das Kanu an einer Palme verteuen, das Paddel auf der Schulter bis zum Haus eines der Fischer tragen, die an der Bucht wohnten. Den Fischer, seine Frau oder seine Kinder bitten, darauf aufzupassen, den Klagen und Geschichten des Nachbarn lauschen und durch das halbe Dorf bis zum Geschäft von Don Jaime laufen. Und auf dem Rückweg das Gleiche. Jeden Tag, auch bei Regen. Tagsüber trug Damaris die Hündin in ihrem BH mit sich herum, zwischen ihren weichen, üppigen Brüsten, um sie warm zu halten. Nachts setzte sie sie in den Pappkarton, den Don Jaime ihr geschenkt hatte, zusammen mit einer Wärmflasche und der Bluse, die sie tagsüber angehabt hatte, damit sie ihren Geruch nicht vermisste. Ihre Hütte war aus Holz und in schlechtem Zustand. Wenn ein Gewitter vorbeizog, bebte sie bei den Donnerschlägen und schaukelte im Wind. Der Regen rann durch die undichten Stellen im Dach und durch die Ritzen zwischen den Holzplanken der Wände. Alles wurde kalt und feucht und die Hündin begann zu winseln. Damaris und Rogelio schliefen schon seit langer Zeit in getrennten Zimmern. Und in solchen Nächten stand sie rasch auf, bevor er etwas sagen oder tun konnte. Holte die Hündin aus dem Karton, drückte sie in der Dunkelheit an sich, vom Knallen der Blitze und von der Wucht des wütenden Unwetters zu Tode verängstigt, fühlte sich winzig, kleiner und unbedeutender in der Welt als ein Sandkorn im Meer und streichelte die Hündin, bis sie zu winseln aufhörte. Auch tagsüber streichelte sie sie, am Nachmittag, nach ihrer morgendlichen Hausarbeit und dem Mittagessen. Sie setzte sich mit ihr auf dem Schoß auf einen Plastikstuhl, um Telenovelas zu gucken. Wenn Rogelio in der Hütte war, beobachtete er, wie sie der Hündin mit den Fingern über den Rücken strich. Aber er tat und sagte nichts. Eine Passage aus Pilar Quintana, die Hündin. Die Hündin, die wir hier kennengelernt haben, die Hündin heißt Chirli. So hätte Damaris eigentlich die Tochter nennen wollen, die sie aber nie bekam. Jetzt kümmert sie sich um die Hündin wie um ein Baby. Frau Quintana, ist Chirli denn so eine Art Kindersatz? Ich glaube, diese Frage wollte ich mir selber stellen. Als ich klein war, vor vielen Jahren in Kolumbien, war mein Verhältnis oder das Verhältnis der Menschen mit, zu ihren Haustieren war anders als zu ihren Kindern. Aber in den 70er und 80er Jahren waren die Hunde einfach nur Hunde und die Hunde bewachten einfach nur das Haus und so weiter. Und sie lebten eben nicht im Haus, sondern im Garten oder im Hof oder so. Und die Katzen waren da, um die Mäuse zu fangen, aber es gab eben nicht so eine Beziehung, so eine innige Beziehung zu den Tieren. Und ich glaube, dass sie diese Beziehung verändert haben, sehr verändert haben und sehr eng geworden sind heutzutage. Und heutzutage ist es wirklich so, wenn ein Haustier stirbt, dann ist es so, als stirbt ein
Familienmitglied. Und ich glaube, dass wir hatten ein literarisches Thema, was nicht genug erforscht worden ist, nämlich genau diese Beziehung der Menschen zu ihren Haustieren. Diese Stadtmenschen, die einfach nur mit ihrem Hund leben und der Hund ist die einzige Begleitung, die ganze Gesellschaft oder mit ihrer Katze. Und ich wollte mich fragen, wie sich diese Beziehung gestaltet. Das hat mich interessiert. Und in den Jahren, als ich dort am Pazifik gelebt habe, hat eine meiner besten Freundinnen, die meine Nachbarin war, und sie hatte vier Kinder, sie war eine Hausfrau, eine Mutter, Familienmutter, und es gab eben also eine Frau dort im Dorf auch, ich sah sie immer, und sie lief immer mit ihren Hundchen oder auch mit ihren Neffen und Nichten da entlang gehen durch das Dorf. Und ich sagte zu der Freundin, zu meiner Freundin, sagte ich, die ist so schön, die ist so hübsch und geht immer mit ihren Hunden und mit ihren Neffen. Und diese Frau war etwas älter als ich und die Nachbarin, und mir wurde erzählt, dass sie immer die allerschönste Frau des ganzen Dorfes gewesen war. Und dann hat sie geheiratet und konnte keine Kinder bekommen. Und sie wollte unbedingt Kinder haben. Sie hatte einen großen Kinderwunsch, aber sie konnte es nicht. Sie hat ganz vieles versucht. Und dann habe ich in ihr eine bestimmte Traurigkeit gesehen, wie sie da eben mit ihren Neffen und Nichten, aber auch mit ihren Hundchen spazieren ging. Und ich glaube, da habe ich Damaris auch diese Figur mitgestaltet anhand von diesem Vorbild, die einfach einen großen Kinderwunsch hatte und das nicht erreichen konnte. Und diese Frau, dieses Verhältnis zu ihrem Haustier war natürlich ein anderes, als wenn sie selber Kinder gehabt hätte. Wie kann ich dieses Verhältnis eben erforschen oder ausloten, wenn sie selber keine Kinder hat? Das hat mich wirklich interessiert. Ich glaube schon, um die Frage zu beantworten, dass ein Ersatz ist in gewisser Weise bei Damaris auf jeden Fall, eben um diesem Hündchen die alle Zärtlichkeit zu geben, die ich meinem Kind nicht geben kann. Ja, Sie haben also da eine Frau mit Haustier beobachtet. Haben Sie selber auch ein Haustier? Im Moment habe ich ein Kind, der gerade 6 alt geworden ist, und das reicht mir, ehrlich gesagt. Wir haben kein Haustier, aber ich hatte ab 28 Jahren immer Haustiere. Als mein Sohn geboren wurde, hat das Haustier meines Mannes, mussten wir eben einschläfern, weil er sehr krank war und sehr schwach und nicht mehr alleine essen konnte, nicht mehr allein sich bewegen und nicht mehr alleine sein Geschäft machen. Und das war also das letzte Haustier, was wir hatten. Aber ich hatte im Grunde genommen, mein ganzes Leben lang hatte ich Katzen. Ja, ja. Na, dann kennen Sie die Tierliebe ja auch aus eigenem Erleben. Bei Damaris ist das so, sie liebt ihren kleinen Welpen über alles. Und sie liebt den Hund auch oder die Hündin auch, als sie größer wird. Aber irgendwann, dann kippt das Verhältnis zur Hündin. Und zwar reißt die Hündin irgendwann immer aus und ist dann über Tage verschwunden. Irgendwo treibt sie sich im Urwald herum. Und irgendwann kommt sie von einer dieser Trips, von dieser Exkursion zurück, und sie ist trächtig. Also man sieht, der Bauch wächst, die Zitzen schwellen an. Und da wird Damaris auch bewusst, dieser Hund ist kein Kind, sondern der ist eine Frau. Noch dazu eine fruchtbare. Und Damaris selbst ist eben, naja, vielleicht nicht fruchtbar. Vielleicht liegt es auch an Dorochelio, man weiß es nicht so genau. Aber auf jeden Fall bekommt sie selbst kein Kind. Und obwohl sie viele Versuche unternommen hat, das kann sie nicht ertragen. Und da kippt das Verhältnis. Ja. Genau so ist das. Sie haben das wunderbar beschrieben, genau so ist es. Ich glaube, etwas, was auch sich wirklich lohnt, ist eben zu erforschen, was für ein Verhältnis haben Mütter zu ihren Töchtern. Es gibt immer eine Zeit,
zwischen den Kindern und den Eltern, die, ja, die ihre Eltern natürlich vergöttern. Und ich, mein Sohn jetzt mit 6 Jahren sieht mich als die Stärkste, als eine Heldin und so weiter. Jemand absolut idealisiert und wunderbar. Und ich weiß natürlich, dass das ändern wird. Und ich weiß natürlich, mit 12, 13 Jahren wird das kippen. Und er wird mich sehen wie jemanden, er wird mich ablehnen vielleicht, er wird mich sehen als eine Person, die altmodisch ist, alt ist, die unmodern ist. Und das ist natürlich, und wir verstehen es wie etwas natürlich ist, wenn jemand eben jugendlich wird. Und, ja, eben wie schrecklich schreien die Jugendlichen dann und knallen einem die Tür vor der Nase zu. Aber ich frage mich, was passiert in den Elternteilen, dem Vater, in der Mutter dieses Adoleszenten, diesen Hass auszutragen, auszuhalten, ist im Grunde genommen ist natürlich aber auch der wechselseitig eben auch dieser Hass, diese Ablehnung, weil die Eltern entdecken ihren Sohn, ihr Kind ja auch auf eine andere Weise. Ein Rebell ist er plötzlich, er ist nicht mehr das kleine, anschmiegsame Kind. Und wir sprechen eben sehr viel und lachen über den Hass zwischen den jugendlichen Kindern, den Adoleszenten und ihren Eltern. Aber es ist wirklich wichtig zu gucken, was passiert denn dann einfach? Und ich erinnere mich noch, als ich Jugendliche war und mir eine unmögliche Frisur gemacht habe und meine Mutter mich wirklich abgelehnt hat und dann so eine Aggression auch zwischen uns kam. Und meine Mutter mir sagte, ich bin das Gegenteil von dem, was sie aufgezogen hat, was sie gedacht hatte, was ich werde. Wir haben das eben in der Literatur sehr oft. Ja, wir haben das sehr oft erforscht, was in dem Kind passiert, aber nicht in die Dunkelheit, die in den Eltern, in der Mutter vor allen Dingen passiert und die auch eben diesen Hass spürt, diese Ablehnung, diesen Schmerz auch. Und ich erinnere mich an eine Freundin aus der Schulzeit, die sehr einen großen Kinderwunsch auch hatte und sie gesehen hat, aber dass ihr Mann Schwierigkeiten hatte mit der Fruchtbarkeit. Und sie hat eben gesagt, ihre Schwangerschaft würde 2 Jahre dauern und hat uns alle angelogen, weil andere wurden schwanger und sie hat mir dann gebeichtet. Sie hat mir gebeichtet unter Tränen, dass sie kann sich keine Babys angucken, weil sie Neid empfindet und Schmerz empfindet. Und ich habe mich dann gefragt, wie kann man dieses in die Szene bringen? Wie kann man diesen Schmerz der Frauen im Verhältnis zu bestimmten Aspekten der Mütterlichkeit in Beziehung setzen? Was uns immer eingeredet wird, dass wir Frauen Mütter werden müssen, dass die Mutterschaft ein unglaublich wichtiger Aspekt ist. Aber das gibt auch diese Dunkelheit in dem Thema der Dunkelheit, ne? In dem Thema der Mutterschaft auf der einen Seite, bei der Empfängnis und auf der anderen Seite auch beim Aufziehen der Kinder. Und das ist das, was ich beleuchten wollte in dem Roman. Ja, also die Frage ist ja auch, ist das ein biologisches Programm, das in jeder Frau wirksam ist? Bei Damaris zum Beispiel ist es so, sie möchte unbedingt ein Kind. Man weiß eigentlich gar nicht, warum. Es ist so eine Art Automatismus eigentlich, dass sie sich Kinder wünscht. Sie hat auch gar keine anderen Pläne im Leben. Das ist ja auch sehr auffällig. Sie lebt von Tag zu Tag und sie hat überhaupt keine Pläne. Dann ist es natürlich auch vielleicht besonders, dann kann man alles auf ein Kind oder eine Kinderschar, die man sich wünscht, projizieren, oder? Alle Wünsche, die man hat. Genau, so ist es. Wenn ich am Pazifik gelebt habe, habe ich 30 Jahre bin ich da hingekommen, mit 39 bin ich da wieder weggezogen. Und ich war als Letzte unter meinen Freundinnen in der Stadt, die schwanger wurde. Aber am Pazifik war ich natürlich eine alte Frau schon, weil die natürlich sich sehr, sehr viel früher heiraten und Familien gründen. Und andauernd wurde ich dort gefragt,
wirst du Kinder haben? Wurde ich gefragt, nein. Ich habe gesagt, nein. Ja, aber warum hast du keine Kinder, wurde ich gefragt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte keine Kinder haben. Ich habe wirklich den Wunsch nicht gehabt. Und die Antwort wurde nicht akzeptiert. Sie fanden, dass das unmöglich war. Sie haben mir das einfach nicht geglaubt, dass ich keine Kinder haben wollte. Es gab es nicht eine Frau, die keine Kinder haben will. Und sie sagt, naja, guck mal, hier wurde mir angeboten, ich habe ja ein paar Kräuter aus den Bergen und so, vielleicht kannst du das mal nehmen, ich kann dir da einen kleinen Sud machen und dir helfen. Und dann habe ich gesagt, sag mir bitte die Namen dieser Pflanzen, ich möchte die nie nehmen, weil ich möchte nicht schwanger werden, verschone mich damit. Ich wollte es einfach nicht. Ich gab natürlich auch Frauen, die keine Kinder bekommen konnten, und da habe ich mich natürlich geschämt, dazu zu stehen, dass ich keine haben würde. Aber es ist einfach unmöglich, habe ich gedacht, hier zu sagen, ich möchte keine Kinder haben. Und die fragten und fragten immer weiter. Und warum hast du keine Kinder? Oder kann sie vielleicht gar nicht? Sie hat vielleicht eine Depression. Aber jemand, der wirklich dem das passiert und der so einen starken Kinderwunsch hat, der fällt natürlich in eine Depression. Es gibt auch einen Erzählstrang in ihrem Roman. Damaris hat als Kind einen Freund gehabt, Nicolasito, als Kind weißer Eltern, die dort ein schönes Haus, ein schönes Anwesen besaßen. Und dieser Nicolasito wird von einer Welle ins Meer gerissen. Und das ist, Damaris sieht das, sie kann nichts tun, es ist nicht ihre Schuld. Das ist einfach ein Unglück, könnte man sagen. Trotzdem fühlt sie ihr Leben lang ein schreckliches Schuldgefühl. Das Schuldgefühl wird ihr sicherlich auch durch ihre Eltern eingebläut, denn sie wird fürchterlich geschlagen danach. Aber es ist trotzdem, es steckt auch etwas darin, von das Schönste, was man haben kann im Leben, ist diesen Menschen, also diesen weißen Paar mit nur einem Sohn verloren gegangen und ich stand daneben. Ist das auch deshalb so ein großes Schuldgefühl für Sie? Ja, genau. Sie fühlt sich deshalb so. Wir tragen für die Kinder viele Schuldgefühle, die uns nicht zustehen. Die Kinder zum Beispiel, wenn Eltern sich scheiden lassen, die gehen in die Therapie, weil sie denken, dass sie schuld sind, dass die Eltern sich haben scheiden lassen. Und in der Therapie stellen sie fest, ja, und sie tragen irgendwie diese Last mit sich, oder wenn ein Elternteil Selbstmord begeht und ein Kind mit 8 Jahren diese Schuld auf sich nimmt. So ist das. Und Nicolasito hat im wahren Leben, bin ich ihm begegnet. Ein Kind von 1,5 Jahren ist in ein Loch gefallen, weil das Loch sehr, 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 sehr eng war und sie konnten ihn nicht mehr rausholen. Und nachdem sie ihn gerettet haben aus diesem tiefen Loch mit speziellen Gerätschaften und so weiter, um ihn zu retten, war er tot. Er war 1,5 Jahre alt und ich war vielleicht 7 oder 8 Jahre. Und für mich war Nicolasito sehr wichtig, weil ich wusste, dass der Tod existiert. Aber in dem Moment habe ich verstanden, dass der Tod nicht nur die alten Menschen betrifft und nicht auch nur die Kranken und die Erwachsenen und die alten Menschen, sondern die Kinder, und dass wir Kinder auch sterben konnten. Und für mich war das eine grausame Entdeckung. Fast habe ich meine Unschuld in der Zeit verloren, und ich habe im Grunde genommen, war das das war eine Anklang an diese Erfahrung, die ich gemacht habe. Und genau. Das sind sehr heftige Themen, die Sie bearbeiten in Ihrem Roman, und auch heftige Erlebnisse, die Sie verarbeiten. Sie sagten mal in einem Interview, Sie hätten 4 Jahre an diesem Roman gearbeitet. Er ist ja eigentlich recht schmal. Hat das so lange gedauert, diesen Roman zu schreiben, weil er auch so an die Nieren geht, auch Ihnen persönlich? Ich glaube, es war noch mehr, weil bevor ich angefangen habe zu schreiben, dieses Buch zu schreiben, hat die Geschichte lange bei mir gelebt. Ich wusste nicht, worüber ich schreiben würde. Ich wollte eben den Witz nicht verderben, nicht spoilern. Und ich wusste das Ende, ich kannte das Ende.
dieses Romans. Ich wusste genau, dass es am Ende irgendwie diesen Mord sozusagen geben würde. Und ich habe gedacht, es wird ein Krimi. Und ich bin damit schwanger gegangen sozusagen und wusste nicht, was für eine Art Roman wird. Und ich musste aber 9 Jahre lang dort im Urwald leben und musste das mit mir herumtragen, um das reifen zu lassen und musste genau diese Person kennenlernen, die keine Kinder bekommen konnte und die einen Hund dann angenommen hat. Ich musste selber Mutter werden sozusagen, um das reifen zu können. Ja? Und natürlich ist die Mutterschaft für mich auch die intensivste Erfahrung meines Lebens. All das war die Arbeit, ist zu schreiben und nochmal zu schreiben und wieder erneut zu schreiben und die richtige Form zu finden. Das war eine wahnsinnig ausführliche Arbeit. Dann gab es verschiedene Leser, die haben gesagt, ich habe in 3 Stunden das Buch gelesen. Ich habe es in einer Nacht gelesen. Und ich habe gedacht, unglaublich, ich habe so lange gebraucht, um es zu schreiben und die lesen das in 3-4 Stunden. Ja, ist ein bisschen enttäuschend, ne? Dass man als Leser so schnell durchkommt. Es sind gute 100 Seiten, ne? Ich muss mal nachschauen. Ja, 150 Seiten in der deutschen Fassung. Sie haben auch vorher schon Romane und Erzählungen geschrieben. Sie haben auch nachher einen neuen Roman schon wieder geschrieben. Aber erst mit der Hündin sind Sie international und eben auch in Deutschland bekannt geworden. Das war ein internationaler Durchbruch. Sie haben für den Roman in Lateinamerika wichtige Literatur Preise bekommen. Er stand aber auch auf der Shortlist für den US-amerikanischen National Book Award und er erhielt auch den English Pen Award. Es war ein großer Erfolg. Waren Sie überrascht? Ja, das war eine Freundin hat mich gefragt, als ich die Berra geschrieben habe, ob es ihr gut gehen würde. Und da habe ich gesagt, nein, es ging ihr nicht gut. Es ist ein Buch über eine dicke, 40-jährige, schwarze Frau, der es überhaupt nicht gut geht. Und deshalb hat es mich selber unglaublich erstaunt, dass dieses Buch so viel Erfolg hatte. Weil es keine Heldengeschichte ist. Porque no es una historia de héroes, no? No, no es una historia de héroes. No, y tampoco es una historia en la que pasan grandes Und das ist auch keine Geschichte, in der große Dinge passieren, in der großen. Das ist eine kleine Erzählung im Grunde genommen über einen inneren Konflikt und sehr innerlich, sehr intim im Grunde genommen. Aber ich glaube, dass das Buch etwas macht, und zwar wir alle Frauen der Welt und vielleicht auch alle Männer haben wir uns irgendwann gefragt, ob wir Mütter oder Väter sein können. Wir haben uns das immer gefragt. Jeder fragt sich das als Erwachsener einmal. Und jeder ist als Kind geboren worden und jeder hat eine Kindheit gehabt und Eltern gehabt und das Verhältnis. Und deshalb glaube ich, dass der Roman uns alle ansprechen kann. Ja, auf jeden Fall. Also mich hat er auch sehr berührt, der Roman. Seit diesem Erfolg, diesem internationalen Erfolg, hat sich Ihr Leben da sehr verändert? Ihr Leben und auch Ihr Arbeiten, dadurch, dass zum Beispiel jetzt auch internationale Interviews auf Sie zukommen, wie dieses? Ja, es hat sich geändert und auch wieder nicht. Es ist sehr seltsam, weil das war alles, ich habe den Roman beendet 6 Monate bevor die Pandemie begann. Und die Berra, also die Hündin, wurde also auch in viele Sprachen übersetzt. Und im Grunde genommen habe ich das ganze Jahr über das gefeiert. Ne? Das gefeiert mit über Zoom, mit verschiedenen Interviews. Und ich bin hier im Pyjama, klar, weil die Pandemie, die erlaubt uns ja irgendwie in unseren Hauskleidern hier zu sitzen. Muy parecido, pero al mismo tiempo
Ja, sehr ähnlich wie sonst, wenn ich auch arbeite. Aber ich würde gerne reisen. Ich würde gerne in andere Teile der Welt auch reisen, weil das eine ist natürlich, mich zu lesen oder zu lesen, auch das, ja, Lateinamerikaner mich lesen. Aber es ist sehr interessant für mich, auch die Buchbesprechung aus Frankreich zu lesen, aus England, aus den USA oder auch aus Dänemark. Ja. Und das war für mich unglaublich. Aber das hätte mir natürlich wirklich gefallen, zu reisen und diese Länder auch kennenzulernen und auch mit meinen Lesern Kontakt aufzunehmen. Das war wirklich traurig, dass ich das nicht machen konnte in diesem Jahr. Ja, das kann ich mir vorstellen. So ein Erfolg und dann doch so eine Beschränkung von außen. Wie erleben Sie denn eigentlich die Pandemie, unter der wir ja alle leiden, also wir in Europa ja auch sehr stark? Wie erleben Sie die denn in Bogotá, in Kolumbien? Es gab in letzter Zeit auch öfters Berichte über die vielen Flüchtlinge aus Venezuela, die nach Kolumbien auch strömen, die jetzt auch geimpft werden sollen. Wie erleben Sie persönlich in Bogotá die Situation? Bueno, al principio, anfangs ver en las noticias cuántos casos hay, wollte ich in den Nachrichten immer sehen, wie viele Tote und wie viele Fälle und wie viele, weil ich war erschrocken mit Spanien, was mit Spanien passierte. Und wir hatten natürlich Horror davor, was in Kolumbien passieren konnte, mit den ganzen Nachrichten und immer im Coronavirus im Internet nachgeguckt, wie und was und wo passierte. Aber dann habe ich entschieden, einen Moment, wenn ich weiter so mache, dann werde ich verrückt werden. Ich werde das nicht mehr beachten. Ich werde einfach mit meiner kleinen Blase bleiben. Ich eben eine kleine in meinem Viertel der Mittelklasse in Bogotá, in meiner Wohnung. Und ich glaube, dass das Coronavirus uns die Wirklichkeit zeigt und vor die Augen führt, die wir nicht sehen wollten. Ich kenne natürlich sehr viele Leute, vor allen Dingen auch die Venezolaner, die Flüchtlinge, die hier ankommen und die hier als ganze Familien und Gruppen auf der Straße standen und schrien laut und die Häuser hochschrien: Familien, wir haben Hunger, wir haben kein Zuhause, bitte helft uns. Es waren natürlich Musiker dabei, die auch Straßenmusik machen, damit wir Munzen raus warfen. Und irgendwann habe ich eben aufgehört, das Geschehen über das Fernsehen zu verfolgen, sondern habe einfach aus dem Fenster geguckt, um zu sehen, was die Pandemie mit uns macht. Und wir machen eben zwei Einkäufe, einen für uns und einen für die Familien, die draußen stehen und die eben bitten, um Almosen bitten, die mit Kind und Kegel und die wirklich unglaublich schwer haben. Das ist sehr erschreckend. Ja, ja. Aber wie schön, dass Sie sich auch um andere so sehr kümmern. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen und allen anderen Kolumbianern baldiges Impfen, baldige Genesung, eine Verbesserung der Situation. Pilar Quintana, vielen Dank. Vielen Dank, Katharina. Vielen Dank, Elisabeth, auch für die Übersetzung. Und wir sprachen über Ihren preisgekrönten Roman Hündin. Ich zeige ihn nochmal, hervorragend aus dem Spanischen übersetzt, von Mayela Gerhardt. Erschienen ist der Roman im Aufbau Verlag. Und davor sprachen wir, auch daran sei nochmal kurz erinnert, über Mieko Kawakamis Roman Brüste und Eier. Das war dieser hier. Zwei Autorinnen, zwei Romane, zwei Welten eigentlich und doch auch ein Thema. Wer live zugeschaut hat, der sei jetzt entlassen in einen, so hoffe ich doch, immer noch schönen Sonntagabend. Das Gespräch mit Mieko Kawakami und mit Pilar Quintana war das letzte an diesem Festivaltag. Es steht, wie alle anderen Veranstaltungen auch, noch 70 Stunden lang online und kann nachgeschaut werden. Und im nächsten Jahr, da sehen wir uns hoffentlich live wieder, live und in echt sozusagen im Literaturhaus in Frankfurt. Darauf freue ich mich schon und darauf freut sich auch das ganze Litprom-Team. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis nächstes Jahr.